gucke mal ein. Schaut mal, wer da ist. Winkt mal ins Westfernsehen. Ich heiße auch noch, ja. Wink. Ja. Den da kennt er, den da kennt er und den kennt er auch. Hilfswessi. So. Ja, alle mal da. Und ich zeige euch jetzt noch mal kurz den Abschlagpunkt. Da hat sich jemand professionell dahin gestellt, wo wir hinspielen. Und dann werden wir gleich mal testen, ob die Scheiben halten. Weil wir wollten ja schon länger mal einen Ohrmus-Test machen, ob das durch Autoscheiben durchgeht. Ah, und jetzt gucken wir erstmal den Plan an, quatschen noch ein bisschen und dann geht's über den Platz. Genau. Waren es 4 Meter? Weiß ich nicht. Ja, frei. Stimmt. 7 Meter. Thoralf, den treibst du aus. Oder Björn, mit dem Putter. 50 cm daneben. Boah, den hast du aber. Hey, um Längen. Einwandfrei. Das ist der Gegen, das ist nur wieder Gegen. Nein, du hast unten die Kante getroffen. Wirst du im Video sehen. Was von hier, Meter, ja? Ja. Ich probiere, dass ich deine Zeitlupe reinmache. Und dann spiele ich die Straße lang. Das war alles Absicht. Ja. Thoralf, sag mal kurz was zu deinem Plan jetzt. Wie wolltest du spielen? Da hinten ist der Ball, darüber aufs Flache, aufs Glatte und dann die Straße lang runter. Also hier nicht durch Dickig, da spielt er lang, jetzt wirst du sehen. Achso, gut. Ja. Gucken wir mal, was Hacker da macht. Crossgolf ist was fürs Köpfchen. Rund in die Garage? Jo. Ja, er hat durchs Tor gespielt. Der ist aus und du bist raus. Nein, er ist rausgekommen. Hier Bier holen. Bist du nur mal eher rausgucken aus dem Tor. So, hallo, ich bin der Laban. Ja, ihr kommt von da hinten irgendwo. Ich
ihr dann irgendwo hier rüber. Da findet man schön einfach das Ziel, wo ihr euch genau, wo ihr hinkommen wollt. Und relativ kleine Bahn und als nächstes die Abschlussbahn, weil wir sind nur noch im Gelände. Dazwischen kommen wir noch andere Bahn, aber weil wir hier sind, spielen wir das jetzt kurz durch. Nein, wir spielen bis zum Fahrradstehen noch. Und da wollen wir uns jetzt mal stehen bleiben. Ja, weil ihr nicht könnt. So, ihr seht schon. Wie Sie sehen, sehen Sie keinen. Keinen Golfer sehen Sie. Ich schwenke lieber weg. Ich blende aus. Los, weiter! Naja, plus eins schon mal. Kommt der dritte Schlag. Jetzt sehen wir mal. Jetzt sehen wir mal bis zum Fahrstunde. Ich sag dir, der hat keine 20. Der hat nämlich 30. Das sind aber plus zwei. Seitliche nee, das ist in der Turnierregelung jetzt. Rüber und zwischen der anderen Halle. So, super, wir sehen uns gleich wieder. So, noch ein kleiner Profi-Tipp ein von... Tipp, wenn du in die Hecke schießt, brauchst du dieses hier. Bring das mit. Ballangel. Das ist dann Schlag Nummer 4.
Willst du auch welche verkaufen hier vor Ort? 25 Stück. Nee, Euro Stück. 25 Stück in Euro. Nee, andersrum. 25 Euro und so ein Stück. Löscht das, ja. Löscht das wieder. Hier, wo ich jetzt, sag ich mal, vorne ungefähr lag. Na, Hager erklärt ja, uns klar, dass wir... Du ja ungefähr angreifen, das Ziel. Ja, aber wo lag ich? Da hinten und so, oder? Da so in der Ecke, ja. Passt schon. Hager zeigt uns jetzt... Warte mal. Da. Hier, da, wir nehmen... Genau. Hager zeigt uns jetzt... Wie er professionell meinen Golftrolli trifft. Und Dario zeigt uns das auch. Ja. Und Thoralf auch. So, ich spiele aber clever. Oder? Du spielst clever. Ja. Aha. So, rinnen Sie Büsch. Thoralf hat die harte Tour gespielt. Thoralf, geh mal bitte aus dem Bild. Dario zeigt uns jetzt. Oh. Und jetzt da hinten kommt der Hund. Der wollte ja kläffen, hat er gesagt. Aha. So. Halt, nee, jetzt rennen die hier alle durchs... Jetzt müsste ich eigentlich treffen. So, jetzt zeigt uns Hager. Jetzt müsste ich eigentlich treffen. Das ist nur fähig, wenn er daneben geht. Und er spielt rein! Er spielt rein! Ja. Tschakka! So, und die beiden... Das ist lange heller heute. Schießt fast ein Kameramann ab, ja, das ist... ich höre schon die ersten Leute fluchen. Hey, lass mein Trolli, Jans. Ein bisschen Whisky hier drin gewesen. So, Freunde, wir haben gerade... Oh, Linse, beschlagen. Schweres Problem. Ihr seht schon, wir... Abschlag. Ja, in die Sonne. Abschlag hier irgendwo. Und wir wollen da rüber auf den Spielplatz. Schreibt mal in den Kommentaren, welches Kind wir als Ziel nehmen wollen. Da sind Jungs sind in der Minderheit, das sind hauptsächlich Mädchen da drüben. Weiter rechts, da haben wir noch Eltern. Wir könnten noch die Eltern als Ziel nehmen. Also schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram, was wollen wir als Ziel nehmen. Am 25. September. So, Hager zeigt uns jetzt gerade mal, wie man von hier wieder zurückspielt. Ja, mit ein bisschen Slice kommt das richtig gut. Oh, schön gelegt. Der hat auch wieder ein Glück, ey. Ja. Wo müssen wir hin? Flug. Ja, da rüber auf den Parkplatz. Da können auch alles gut. Ja. Super. Aber ich würde jetzt aufpassen, der kann das da nicht. So habe ich Dario jetzt hier gespielt. Vorsicht, das wird nicht. Komm, wir gehen. Pass auf, weg da. Er will ja dort ja. In die Richtung spielen, nicht dass der Ball abbricht. Nee, ein Schläger. Wie schießen die da? Warum spielt ihr hier Minigolf? Oh. Guck, das ist richtig Golf. Alter! Dario, wirf! Du kannst besser werfen, Mensch! Danke! Scheiße! Naja! Ah, hier können wir ordentlich zaubern lassen! Ja,
nach hinten. Setz den. Ja. Setz ihn. Naturti. Naturtee ist doch Pisse, oder? Hier vorne Pisse. Das wäre Natureistee. Ist niemals gelben Schnee. Hallöchen, schön, dass ihr noch da seid. Ihr habt ja jetzt das Video gesehen, was ich mit unseren drei anderen Leuten zusammen aufgenommen habe. Wir sind... Ja, wie erkläre ich das jetzt nochmal? Wir haben mit die Runde zu Ende gespielt. Wir haben dabei 20 Spielbahnen rausgearbeitet, die relativ lang sind. Und zum Teil auch über bekanntes Gelände gehen. Ihr habt das hier sicherlich gesehen. Und ja, es ist anspruchsvoll, aber durchaus lösbar und wirklich nicht schwierig. Und ich denke mal, da haben alle ihren Spaß. Alle, die letztes Jahr Elsterbaum mitgespielt haben, sicherlich sowieso. Dort haben wir, glaube ich, nur 5 Bahnen. Die habe ich ja mit drauf gehabt. Und von dem letzten Abschnitt, den wir gespielt haben, versuche ich es mal kurz zusammen zu erklären, ist ein Stahlbau noch dabei, wo wir sozusagen nur 2 Spielbahnen haben. Von da aus geht's in den Bereich des Kindergartens, wo wir ein paar Bahnen haben. Von da aus auf der gegenüberliegenden Seite auf den Spielplatz. Dort, wo die Kinder auch rumgeturnt sind, da haben wir nur 2 Bahnen, dass wir sozusagen den Spielplatz nicht komplett belegen. Und von da aus geht es in die Richtung Grundschule. Von da aus Richtung Freizeitpark, wo wir sozusagen unser Nachtgolfen immer spielen. Die Bahn haben wir jetzt nicht probespielen können, weil ich den Schlüssel zum Gelände nicht dabei hatte. Oder besser, wir haben nicht gefragt, ob wir da drauf können. Wir kennen das Gelände, wir wissen, was da möglich ist. Auch die Bahnen sind wesentlich länger und schwieriger zu spielen, denke ich mal, als es fürs Nachtgolfen ist. Da sind die Bahnen eher kurz. Und ja, von da aus geht es sozusagen wieder retour zu dem Stahlbau über das Elsterbau-Gelände und haben dann sozusagen eine Runde ringsum. Wie gesagt, 20 Bahnen. Jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass uns das große C da nicht einen Strich durch die Rechnung macht und wir dort im Sommer das Turnier spielen können. Und wir erwarten dich dazu, dass du dran teilnimmst. Also haltet euch den Termin frei. Es wird ein langer, ansprechender, ich hoffe ansprechend wird er auch, ein anstrengender Tag. 20 Spielbahnen, relativ lang. Ein bisschen was zu laufen, also Leute, die über den Golfplatz latschen, sind genauso da unterwegs. Ja, jetzt beginnt für uns sozusagen die Zeit der Vorbereitung. Wir müssen mit den Behörden das alles nochmal abstimmen, dass wir die Gelände bekommen. Und von ein paar habe ich schon die positive Zusage. Für 2 Flächen, 3, eigentlich 2,5 Flächen brauchen wir sie noch, weil, wie das halt ist. Behörden und das Okay des Eigentümers, dass wir da drauf spielen können. Aber ich bin da guter Dinge, weil es ist letztendlich Gelände, was wir sonst auch mit nutzen. Aber es gehört sich halt so, dass wir für dieses Event dann sozusagen die Anfrage nochmal offiziell stellen und dass wir da spielen möchten. Von daher, ja, es wird schön. Und wenn ihr nicht dabei sein wollt, wir spielen das Gelände sicherlich auch mal so für ein Turnier. Und wer sich zu dem Turnier bei uns meldet, es ist ein langes Wochenende. Wir spielen Samstag diese 20 Loch auf diesem urbanen Gelände. Und den zweiten Tag spielen wir bei uns in Elster über den Crossgolfplatz. Dort nochmal 9 Bahnen und die aber wie gewohnt sonntags rückwärts. Das heißt, es wird lustig. Also, meldet euch an, haltet euch den,
das Wochenende frei und kommt zu uns nach Elster. Bis denne. Tschüss.